So in etwa. Natürlich nicht so in etwa. Ich bin aber auch heute seltenst daneben. Einmal so, einmal so. Einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Und einmal so, und einmal so. Irgendwie will mir das gerade nicht so recht gefallen. Da baue ich mich mal kurz hier hoch. Peng, peng, peng. Dann machen wir das doch halt mal so. 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 Dann fallen wir runter. Oh. Genarf. Pöp, pöp. Dann gehen wir wieder rauf. So. Diesmal sollte es... Hörst du jetzt wohl auf, mich zu ärgern? Sehr merkwürdig. So. Genau. Plank, plank, plank. Jetzt stimmt's wieder. Glaube ich. Nicht ganz. Da muss noch was hin. So, jetzt aber. Dann machen wir das auch hier. Soll ja doch ein einheitliches Bild geben. Pöck. Immer schön an den jeweiligen Ecken. Hinterm Haus sieht man es nicht so extrem, aber auch hier wird dann mit entsprechend Holz gearbeitet. So. Jetzt kommen wir zu einem Mod-File aus sehr alter Zeit. Das war im Stil oder im musikalischen Stil der 80er. Und einer der persönlichen Favoriten, sowohl von mir als auch vom TK. Synthesis heißt das, Baby. Wenn ich da bei diesen Dingen teilweise mal ein bisschen ruhiger bin, liegt das einfach nur daran, dass ich diesen Titel einfach nur extrem feiere. Wobei das Intro jetzt noch nicht sagt, um was es in diesem Titel geht. 80er Jahre Dancefloor-Mucke, wenn man so will. Wunderbare Musik. Aus sehr, 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 sehr alter Zeit. Wenn man so will. Bing, bing, bing. Da wurde dann noch richtig, richtig Musik gemacht. Auch mit Computertechnik damals schon. Aber lang nicht so, wie sie heute ist. Dennoch hat es einen Heidenspaß gemacht. Ich meine, allgemein Musik aus dem Tracker, das macht schon richtig Laune. Und da bin ich auch ein Riesenfan von. Und auch als die eigenen Musikstücke, die besten Dinger, habe ich aus dem Tracker geholt. Oh,
heute, wenn man sich heute anschaut, womit man da so Musik macht, naja, es ist halt viel. So, jetzt haben wir aus dem Erdgerüst mal ein Holzgerüst gemacht. Ich freue mich, es ist wunderschön. Und dann können wir hier so ein bisschen das Häuschen mal so ein bisschen ausbauen. Oder zumindest mal ein Haus draus machen. Das wäre echt super. Weil das steht ja nun auch schon seit vielen, vielen Folgen in Gerüstform hier rum. Oh! Und ich habe keinen Fisch dabei. Hallo, Ocelot. Aber jetzt weiß ich, dass hier Ozelote rumlaufen. Und dann werden wir uns da entsprechend auch nochmal mit diversen Ozeloten eindecken. Ups. So. Machen wir erstmal hier überall die Wand rein. Wir können ja gleich noch ein bisschen ausbauen mit Fenstern und so weiter. Aber in erster Linie machen wir mal, soweit die Steine uns tragen, ein bisschen Wände rein in das Ganze. Natürlich nicht so, weil so bringt das nichts. Wupp, 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 wupp. So. Gut, heute hoffe ich mal, dass das Telefon nicht klingelt. So wie es in der letzten Aufnahme der Fall war, da war das Telefon ja am Klingeln. Und sagte dann, hier, ich will dich erreichen. Aber das wollten wir ja dann zu dieser Zeit nicht, weil wir ja schön in der Aufnahme waren. Wunderbar. Perfekt. Naja, perfekt ist was anderes. Aber habe ich den... Ich hab's doch mitgenommen, oder? Ich hab's doch extra aufgeschrieben. Föp, föp. Die noch raus, die noch raus. Da unten legen wir dann ein bisschen Holz rein. Nee, halt. Da unten legen wir kein Holz rein. Da unten legen wir Göppelstön rein. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp. Ein bisschen Glas. Ein bisschen Glas muss sein. Gut. Und dann können wir das auch gleich hier ein bisschen beleuchten, damit das gleich mal Fenster rein hat. Einen herrlichen Blick auf eine Mauer, es ist doch schön. Fupp, 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 fupp. Und da nehmen wir dann ein paar Scheiben für. Zerrüpp, zerrüpp, zerrüpp. Und es wird schon wieder dunkel da draußen. Es wird dunkel. Die Monster kommen. Habe ich denn da jetzt? Nee, habe ich nicht. Weil es ist ja Blödsinn, auf eine Mauer zu gucken. Aber hier hinten? Habe ich denn hier hinten? Nee, habe ich nicht. Föp, 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 föp. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. So, dann machen wir das da auf der Ecke auch noch. Plank, 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 plank.
Und dann sollte man mal zusehen, dass wir hier in der ganzen Sache ein bisschen mehr Beleuchtung geben. Man will ja nicht, dass uns mitten im Haus ein Creeper in die Bude springt. Deswegen stellen wir hier noch was hin und dann passt das. Oder es sollte zumindest passen. Ja, hallo erstmal. Was brauchen wir denn? Versuchsweise brauchen wir Erde. Steinziegel habe ich vielleicht ein bisschen zu viel mitgenommen. Unwesentlich, merkt man kaum. Aber RD. RD brauchen wir in jedem Falle. Weiß ich nicht wie viel. Und eine Mütze voll. Schlaf. Morgen, frisch ans Werk. Wir haben ein Dach auszulegen. Da rennen wir dann hier hinter. Flup. 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 So. Tank. Tank. Losing everything. Ja, das passiert uns auch immer mal wieder, dass wir alles verlieren, wenn wir denn, wenn wir denn hier abnippeln und die Keep Inventory on Death-Regel nicht aktivieren. Dann losen wir everything und ärgern uns wahnsinnig drüber. Oder ich ärgere mich. Man hört wieder so schöne Sachen wie Gnarf und hätte ich doch bloß besser aufgepasst. Ja, und dann hat man halt wieder die epischen Abgänge und naja, du kennst das. Wie, kennst du nicht? Kennst du nicht? Musst du doch kennen. So, dann kann man aber... Das können wir runternehmen. Drum Solo! So. Na, mal gucken, was der TK dann dazu sagt, dass ich ihm seine Bude fertig gemacht habe. Er wird dann wieder sagen, aber du solltest das doch gar nicht. Ich weiß. Und wenn das so weitergeht mit den ganzen Mod-Projekten, die der gute Mann da so im Tau hat, im Schlepptau, dann wird das mit der Kompassmine vermutlich gar nicht so weit hin sein. Dann kann es nämlich durchaus sein, dass wir ganz andere Sachen machen. Im Zuge der Ressourcensammlung. Wupp, wupp, wupp. Natürlich mache ich jetzt ein Dach nur aus Erde. Weil das ist ja eigentlich nicht das Dach, das ist nur der Grundstock. Früher in den 70ern war es Woodstock. Heute ist es nur noch der Grundstock. Und ich reiß hier Witze, die sind so schlecht, dass man sich da wirklich nur noch an den Kopf greift, wenn man diese Witze hört und sagt, boah, scheiße, ist das schlecht. Oder so ähnlich. Also ich hatte deutlich bessere Witze, aber naja, was willst du machen? Man wird halt älter und dann gehen einem auch mal die Witze aus. So. So. Und ich sehe, wir werden nicht drumherum kommen, wenn wir den Wald hier nicht vollständig verschandeln wollen, dass wir dann doch nochmal nach Hause fahren mit der U-Bahn. Ich fahre mit der U-Bahn heim, wa? Weißt du? Am besten in Berlin, weil die sind ja quasi die Erfinder der Freundlichkeit. Mit dem smarten BVG-DJ von den Verkehrsbetrieben.